Seit dem 6. August rollen an der Kreuzung Naumburger Straße, Rautal am Steinbach die Bagger. Tiefe Gräben, offene Leitungen und schweres Gerät prägen das Bild. Was Außenstehenden wie ein großes Wirrwarr erscheinen mag, folgt einem komplexen Bauplan. Denn hier gilt es, drei Auftraggeber mit drei Großprojekten unter einen Hut zu bringen. Den Jenaer Nahverkehr mit seinem Gleisbau für den ersten Bauabschnitt zur Streckenerweiterung ins Himmelreich, den Kommunalservice Jena mit seinem Brücken- und Straßenbau sowie die Stadtwerke Jena Netze und Jena Wasser mit der Erneuerung aller Fähr- und Entsorgungsleitungen. Besonders aufwendig sind dabei die Tiefbauarbeiten für den Neubau der maroden Steinbachbrücke, die quer unter der Kreuzung Naumburger Straße Rautal verläuft. Aktuell werden die Vorbereitungen getroffen, um die Fertigteile für die neue Steinbachquerung einzubauen. Die Steinbachbrücke, die man ja so kaum bemerkt beim Überfahren, ist Teil dieses Bauvorhabens. Das alte Bauwerk ist aus den 1960er Jahren sehr baufällig gewesen. Wir hätten es ohnehin bauen müssen, aber durch die Integration in das Gesamtvorhaben haben wir jetzt die Möglichkeit, die Kreuzungsgeometrie nochmal zu verbessern. Und das verschafft uns Vorteile, weil man dann doch diesen unbequemen Begegnungsverkehr, den man hier hatte, auf der Kreuzung ein bisschen verbessern können. Die Naumburger Straße konnte nach der Fertigstellung des Mischwasserkanals von der Kreuzung Kamburger Straße in Richtung Steinbach zum Teil schon wieder verschlossen werden. Hier steht im nächsten Schritt die Verlegung von Hochdruckgasleitungen an. Bevor hier die neue Straße und die neuen Gleise eingebaut werden können, müssen zunächst die Medien des Zweckverbandes und der Stadtwerke hergestellt werden. Es sind bereits 2x200 Meter Mischwasserkanal verlegt. Es ist Trinkwasserleitung verlegt. Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Verlegung der Gashochdruckleitung hier im Bereich der Naumburger Straße. Im nächsten Jahr werden weiterhin Gasleitungen, Trinkwasserleitungen und Stromtrassen verlegt. Dazu kommt, dass momentan auch das Bauwerk für den Steinbach hergestellt wird, sodass dieser Zeitraum bei dem Bauvolumen sicherlich gerechtfertigt ist. Bevor aber die ersten neuen Straßenbahngleise verlegt werden können, gibt es noch einiges zu tun. So werden im Jahr 2019 Misch- und Trinkwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse, Gas- und Fernwärmeleitungen sowie Elektrotrassen und Leerrohre für Informationstechnik verlegt. Umso wichtiger ist für alle Beteiligten die zielgerichtete Kommunikation und Koordination der Baumaßnahmen. Ja, das Zusammenspiel ist natürlich extrem wichtig für uns. Im Moment haben wir gegeben der Sache der Natur eine unterstützende Funktion, aber es müssen natürlich Ausschreibungen getätigt werden, es müssen Planabsprachen getätigt werden und insofern ist das Zusammenspiel wichtig, es funktioniert alles super. Wir haben einmal die Woche eine Bauberatung, wo wir die wichtigsten Themen besprechen. Dinge werden direkt durchgeleitet und somit erfolgt auch eine zielgerichtete Problemlösung. Der Ausbau und die Modernisierung des Stadtverkehrs ist langfristig nicht nur nachhaltig, komfortabel und erhöht die Lebensqualität, sondern er ist in einer wachsenden Stadt wie Jena unbedingt notwendig. Am Ende des Projekts Straßenbahnverlängerung Himmelreich profitieren nicht nur mehrere tausend Einwohner von einer umweltfreundlichen Straßenbahnverbindung zwischen dem Norden der Stadt und dem Zentrum. Letzten Endes profitiert das gesamte Straßenbahnnetz Jenas von der zukünftigen Zweigleisigkeit, die mehr Flexibilität für den Verkehr mit sich bringt.